Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich da draußen für Kinderfüße und für Kinderschuhe interessieren, sowie um das ganze breite Thema herum. Diesmal geht es bei mir um das Thema, was ziehe ich meinem Kind an, wenn es noch nicht der freihändige Läufer ist. Wir gehen auf verschiedene Jahreszeiten ein und lasst euch einfach überraschen. Wir sehen uns gleich, ich würde mich freuen. So, da wären wir also beim Hauptthema angelangt. Was ziehe ich meinem Kind an, wenn es noch nicht freihändig läuft? Da muss ich natürlich sagen, in dem Großteil der Jahreszeiten ist es immer relativ einfach. Also wenn es natürlich warm ist und ich mein Kind oder den Kinderfuß nicht vor Auskühlung schützen muss, kann ich es natürlich, ich sag mal, barfuß im Tragetuch, im Wagen fortbewegen, kann Strümpfe anziehen oder die allseits beliebte Lederpusche, wie wir es hier haben. Auch die ist eigentlich für den Hausgebrauch gedacht, aber wir wissen aus der Praxis, dass viele Eltern das gerade in der Anfangszeit halt mit anziehen. Ich sag mal, lassen Sie es bloß mal auch im Sommer ein kühler Tag sein, möchte ich den Fuß doch gerne für Auskühlung schützen. Ziehe halt eine Socke mit rein und diese Lederpusche bleibt die Wärme mehr am Fuß dran. Und natürlich muss ich dann auch damit rechnen, logischerweise, wenn ich damit ein paar Schritte laufe mit meinem Kind. Deswegen, wir reden ja noch nicht vom richtig agilen, freihändigen Läufer, der schon der Mama voraus ist über mehrere Schritte, sondern wir reden jetzt ja von dem Stadium, wo Kinder vielleicht erstmal anfangen mit Laufen. Und das fängt ja erstmal wirklich dann mit Hilfestellung der Eltern an. Das heißt, wir fangen mit den ersten Schritten beidhändig, nehmen wir die Unterstützung der Eltern gerne an und laufen dann halt die ersten paar Schritte. Und da ist natürlich dann im Winter und im Herbst oder auch diese Übergangszeit immer die große Frage, was ziehe ich meinem Kind dann an? Natürlich sitzen viele Kinder in dem Alter dann ohnehin noch im Fußsack. Damit erklärt sich schon mal alles, wenn ich einen Fußsack habe und der ist schön warm, brauche ich nicht nochmal eine extra Hülle. Aber es gibt aber auch Eltern, die verzichten darauf. Und da kann man natürlich auch wieder sagen, hier gibt es ganz tolle Beispiele. Zum Beispiel gibt es dann hier solche kleine Thermoboots. Die sind schön warm gefüttert. Die zieht man praktisch über die Anzüge oder über die Klamötchen dann halt drüber. Kann man mit fixieren mit dem Klettband und haben schon mal einen guten Sitz, weil sie auch noch mal oben mit Gummizug am Bund gearbeitet sind. Natürlich ist das jetzt auch wieder etwas nur für die ersten zaghaften Schritte draußen, weil man sieht, man hat eine etwas stumpfere und wie soll ich sagen, auch wasserundurchlässige Sohle. Aber das ist natürlich halt nichts, womit ich jetzt länger mal im Park unterwegs sein darf, weil ich sag mal auch hier, wenn sobald spitze Gegenstände hier diese Sohle beschädigen, habe ich natürlich keine Wasserdichtigkeit mehr. Ja, aber keiner wird ja sozusagen den Laufanfänger unten hinstellen und sagen, so, du hast jetzt Thermoboots an, jetzt lauf mal, ne? Macht ja keiner. So, ansonsten ist es noch diese Variante von diesen Überziehern, die gibt es natürlich auch in verschiedenen Designs, sind für den Winter auch meistens immer angefüttert. Das heißt, die gibt es in gefütterter Version, wie hier, oder für die übrigen Tage dann halt mit einem ganz normalen klassischen Baumwollfutter. Und die ziehe ich sozusagen Laufanfängern an, wenn sie auch wieder nur die ersten paar Schritte halt mal mit Mama und Papa im Park unterwegs sein wollen. Oder sie sind auf dem Spielplatz irgendwo zu Gast und wollen jetzt aber nicht, dass das Kind unbedingt mit der Socke oder nur mit der Lederpusche agiert, beziehungsweise einfach, weil es draußen feucht ist. Hier wäre zum Beispiel auch eine sehr schöne Möglichkeit, das zu kombinieren. Das heißt, ich lasse dem Kind die Hausschuhe an und ziehe dann für draußen einfach bloß den Überzieher drüber. Das passt auch meistens von der Größe her, weil da gibt es ja auch verschiedene Abmaßungen, wo man das ein bisschen kombinieren kann. Nicht jedes Kind fängt ja immer, wie gesagt, nur mit einer kleinen Größe an zu laufen. Habe ich dann ein Kind, was dann wirklich schon ein paar Schritte mehr mit Mama oder Papa laufen will, wäre natürlich dann schon die Überlegung, auch da einen leichten Anfänger- oder Krabbelschuh zu nehmen. Die haben eben halt den Vorteil, dass sie extrem flexibel sind. Ja, und wir haben auch hier eine sehr, sehr super weiche Ausführung. Also etwas, was natürlich weniger behindert, kein Stiefel ist, sondern was auch hier die Bewegung
des Fußgelenkes sozusagen beibehält. Und das ist natürlich für Laufanfänger immer wichtig. Solange wie ich noch nicht keine Kilometer mit dem Mama oder mit der Mama oder dem Papa laufe, dann brauche ich natürlich auch noch keinen stabilen Schuh. Ja? So, demzufolge, auch hier gibt es wieder schöne gefütterte Variationen. Wie ihr seht, auch hier mal mit einem leichten Wollfutter. Das ist alles kein Thema, hält die Füße schön warm, sieht anständig aus und ist natürlich auch rundum flexibel. Habe ich dann ein Kind, wo ich dann sage, jetzt merke ich natürlich schon langsam, wenn die Fahrt mit dem Kinderwagen etwas länger dauert, dann sollte man, und es wird dann unruhig, dann sollte man vielleicht doch überlegen, ob man für die ersten Schritte noch nicht, wie soll ich sagen, ich rede immer jetzt noch nicht von dem Kind, was wirklich richtig freihändig läuft, sondern dass man dann für die ersten Schritte dann doch entweder so Barfußmodelle mitnimmt, auch wenn das schon ein Schuh ist. Aber ich muss es ja irgendwo abschätzen können als Elternteil, wie agil, wie bewegungsfreudig ist mein Kind. Und damit lohnt es sich natürlich dann darüber nachzudenken, dann solche Schuhe in einer besonders flexiblen Ausführung zu nehmen. Und was sich natürlich immer gut macht, die meisten werden es von euch kennen, wir haben ja auch auf das Thema Lammfell in einem der letzten Videos haben wir ja angesprochen, warum es so gut ist, warum es sich so vorteilhaft macht, auch gerade für Laufanfänger. Und auch hier haben wir eine super weiche Ausführung von unserem Lieferanten Frodo, wo ich natürlich immer sage, für Laufanfänger der perfekte Anfängerschuh. Ja, weil wenn irgendwo mal was Nasses ist, da kann ich es gleich reinschwappen in den Schuh. Ich als Mama passe ja meistens auf, weil das Kind läuft ja mit mir an den Händen. Ich werde es ja kaum durch eine Pfütze führen. Ja? Und demzufolge, wenn ich mal irgendwo durchs Nasse laufe, hier habe ich eine hochgezogene Naht, ist also ganz prima für die ersten Schritte, hält den Fuß auch mal schön warm und bedeutet eben halt, hier habe ich einen super knuffigen Schuh. So, ich denke mal, dass ich hier dem einen oder anderen damit auch wieder weiterhelfen könnte. Was mache ich? Wenn es anfängt, gerade im Herbst, gerade im Winter und im Fachgeschäft finden Sie natürlich immer eine reichhaltige Auswahl. Das heißt, auch dort werden Sie beraten, was für die jeweilige Jahreszeit empfehlenswert ist. Wir gucken uns auch immer den Bewegungsstand des Kindes an. Wie bewegungsfreudig ist es? Wie weit ist es vom Laufverhalten her? Und danach schätzen wir dann ab, was wir euch dann zeigen und anbieten können. Farben. Da bleiben meistens keine Wünsche offen. Gerade auch hier, ihr seht, also ich sage mal, da gibt es wirklich die verschiedensten Modelle, eine schöner als das andere. Und ich denke mal, damit können wir wirklich viele Eltern glücklich machen. So, dann bis zum nächsten schönen Thema. Ich würde mich freuen und einen lieben Gruß an dieser Stelle an unsere Abonnenten. Bis zum nächsten Mal.